Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nexomon Instinction. Wir sind hier immer noch jetzt wieder am Anfangsstadium. Wir waren im letzten Part in Palmaia. Da werden wir auch wieder hingehen später. Ich möchte aber ganz gerne diese Warpsteine benutzen können. Und darum wollte ich jetzt erstmal mit der Story weitermachen. Unser Team sieht wie folgt aus. Wir haben immer noch das Elektrolama. Was aber kein festes Teammitglied ist, sondern nur noch eigentlich nur das hier. Aber die sind jetzt beide so ein bisschen gleich auf. Ich habe zwar ein paar, glaube ich, gefangen. Kann ich bei der Datenbank gucken? Ja. Aber, ich habe jetzt nicht so die krassen Sachen. Ich hätte ganz gern dieses Type-Pluff. Aber ich weiß noch nicht, wo man es finden kann. Nur Gesehene zeigen. Gegen das haben wir gekämpft. Das hätte ich ganz gerne. Und ja. Ich hätte ganz gern alle so katzenähnliche Dinge. Du bist bestimmt keine Katze. Obwohl das auch sehr süß ist, aber ich. Psycho haben wir schon. Also so ein Type-Loof hätte ich ganz gern. Also so. Hier geht's weiter. Echt noch angezündet. Wollte ich nicht. Eine Nexo-Trap gefunden. Hab Geld gefunden. Nee, den Stein nehmen wir noch nicht. Hallo? Ich weiß, ich soll leveln, aber ich möchte ganz gern, Na komm, dich fangen wir. Ja, du wirst leider sterben müssen. Amtsdüfte. Ich muss das Team mal wechseln. Ah, du hast ein Nexomon, oder? Das gibt mir die Erlaubnis, mit dir zu kämpfen. Und wenn ich gewinne, gibst du mir dein Geld. Haha. Was? Nein, das macht keinen Sinn. Ach, ist egal. So, Nummer Uno. Das Problem ist, ich habe noch keine anderen Attacken. Ich habe nur Psycho-Attacken. Ja, aber auch. Und im Nachhinein müsste ich eigentlich stärker sein. Level 11. Nein, wie konnte ich verlieren? Ich wollte doch so schnell an Geld kommen. Nun, hier ist ein freundlicher Hinweis. Wilde Kämpfe können dir ein paar Münzen bringen, aber am meisten profitierst du von Kämpfen gegen andere Tamer. Halte mal Ausschau nach Leuten, die kämpfen wollen. Yay. Stinger wurde gefangen. Dieses Feuernexomon versteckt sich gerne im Sand oder unter schweren Steinen. Oft mögen sie ruhige Orte, sodass Geräusche sie leicht wütend machen. Also, du bist so ein kleines Agro-Etwas. Was sagt mein Team? Ach, die könnten beide alles vertragen.
Jetzt muss ich aber mal gucken. Okay, auch die Dings ist gestiegen. Hey Kind, sei vorsichtig auf der Brücke, okay? Die Gilde kann es sich nicht leisten, sie zu reparieren. Das ganze Geld geht vermutlich in die Mauern rund um Parum. Ich finde es immer interessant, dass hier so Lücken sind. Ich habe hier Pfirsich gefunden. Ja, genau, die Kinder machen es richtig. Ich bin den ganzen Weg von Lateria gekommen, nur um ein bestimmtes Nexomon zu finden, aber ich habe überhaupt kein Glück. Hey du, wenn du mir helfen könntest, würde ich mich freuen, dir einen sehr seltenen Gegenstand dafür zu geben. Also, haben wir eine Abmachung? Was möchtest du denn? Habe ich gar nicht. Ich nehme an, dass ich weiter suchen muss. Trotzdem vielen Dank. 94, nee, doch 94, 95, 96, das ist der beste Ort zum Spielen. Okay, ich glaube, ich habe gerade herausgefunden, warum das Spiel Extinction im Namen trägt. Warte, wir gucken, ob wir das nicht finden. Wir haben das eben gerade, den Gruff haben wir eben gerade bei der Dame hier gefunden, ne? Oder? Oder war das in Palmyra? Die habe ich doch eben gerade erst gesehen. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Besser ist das. Haben wir den denn gesehen? Könnte man das eventuell nachschauen? Blobfisch. Selten. Buchs im Wasser, Nexomon. Ja, aber ich kann jetzt nicht sehen, wo ich den gefunden habe, ne? Schade. Das sind Palmier? Da ist er. Er wollte ja nicht drin bleiben, ne? Du Mistvieh! Du willst doch bestimmt eine Wassermelone. Ha! Gefangen. Ja, komm, können wir ins Team aufnehmen, weil ich tausche den ja jetzt eh aus. Jetzt ist mein Ding schon wieder mit der Welle kaputt. Guck mal, ich hab was für dich. Yeah. Oh, danke, Mike. Ich kann nicht glauben, dass du dieses Nexomon tatsächlich gefunden hast. Du bist ziemlich gut darin, nicht wahr? Was diese Protagonisten-Aura? Oh yeah. Hab ich. Oh nein. Wird nicht. Da bist du ja, Maika. Deine unglaublich ungeduldigen Freunde sind bereits vorgelaufen. Die Hauptstadt liegt nördlich. Unsere Gilde liegt in ihrer Mitte. Bitte verliert nicht das Ziel aus den Augen. Ihr Kinder unterschätzt wirklich die Gefahren dieser Welt. Bananen.
Diese Straße führt zum fremden Land. Verrückte Nexemon, Banditen und Tyranten laufen dort Amok. Du solltest lieber in Sicherheit bleiben. Geh nach Hause. Geh nach Paro und alles ist gut. Amelie hat uns gerade wortwörtlich gesagt, dass wir dort nicht hingehen sollten. Aber klar, was kann schon schief gehen? Tun wir es. Ja, ich meine, was kann schief. Und da ist ein Heilungsdude. Das Brachland. Es gibt so viele, die da was wollen. Das ist krass. Erstes. Entschuldige, bist du ein Thema der Gilde? Hast du gerade Zeit? Was gibt's? Oh, seht ihr, ein Kind aus der Hauptstadt Parum hat es irgendwie geschafft, sich aus den Stadtmauern herauszuquetschen. Jetzt ist sie vermisst. Boah, das ist eine große Sache. Ja, richtig, sie könnte überall im Brachland sein. Wir bitten allen Abenteurer, ein Auge offen zu halten. Ich wünschte, ich könnte mehr Informationen liefern, aber das ist alles, was wir haben. Na gut, vielleicht finden wir das Kind ja auf unserer Reise. Ich wette, es gibt eine Questbelohnung dafür, das Kind zu finden, Maika. Richtig. Aber sicher ist das Retten eines Kindes Belohnung genug. Los, gehen wir, Maika, bevor uns jemand zuvorkommt. Okay. Ich hab einen Trank gefunden. Kann ich da rein? Die ganzen Sachen looten. Anscheinend sind Tyranten eine Rasse von sehr intelligenten und starken Exomon. Deshalb könnten sie diejenigen sein, die den König der Monster ersetzen. Aber dieser blöde Krieg unter den Tyranten hat unsere Welt zerstört. Hast du die Welt da draußen gesehen? Nein, noch nicht. Sei vorsichtig, die wilden Nexomon werden stärker, wenn du in deinen Abenteuer Fortschritte machst. Trotzdem gibt es vermutlich eine Grenze für die Stärke, aber unterschätzt das nicht. Die Welt da draußen ist immer gefährlich. Pass auf, wenn ich dich da draußen sehe, werde ich dich mit Sicherheit zu einem Kampf herausfordern. Kämmer wie ich sind immer auf der Suche nach einem guten Kampf, aber Lager und Städte sind eine Art neutraler Boden, glaube ich. Immer noch nicht, was das macht. Es ist uns gelungen, hier eine tragbare Speicherkonsole zu installieren. Thema der Gilde können damit Nexomon kostenlos einlagern und mitnehmen. Ah. Hallo, brauchst du eine Heilung? Ja. Okay, mal sehen. Das war's, dein Team ist wieder fit. Freut mich. Eine Exo-Trap. Was willst du? Hast du jemals von einem Elementarpfeifen gehört? Hm? Pfeifen erhöhen deine Fangchance, wenn du Nexomon als bestimmten Typs gegenübersteht. Und du kannst die Pfeifen sogar stapeln. Wenn du daran interessiert bist, würde ich dir gerne eine Wasserpfeife verkaufen. Ach, 300 Münzen. Eine einzige Pfeife wird dir sicherlich nicht viel helfen, aber während du reist, wirst du wahrscheinlich eine ganze Menge davon sammeln. Ich habe gehört, dass es auf den Dracheninseln auch Drachenpfeifen speziell für diese Kreaturen gibt. Mensch, da bist du aber krass informiert, du. Ich hab eine Orange gefunden. Du bist... katzenähnlich. Dich nehme ich erstmal mit. Du bist irgendwie eine Mischung aus Katze und... weiß nicht, ich probier's damit. Stell dich nicht so an! Okay.
Geht doch. Ein Griff besitzt das Doppelte an Neugierde und Tapferkeit wie andere Raubkatzen. Diesen Nexomon hat den Mut eines wahren Königs. Ah, ich nehme es im Team auf. Team? Kurz heilen. Geil. Haben ein neues Nix. Das ist eine Naturscherbe gefunden. Oh, pass auf, wenn du zu weit wanderst, kommst du in die eisige Tundra. Wusstest du das? Deine Nexmon können dort unerwartet den Statuseffekt eingefroren bekommen. Du wirst viel von dem Frostschutz brauchen. Zum Glück habe ich nur etwas. Du wirst so froh sein, dass du einen Frostschutz in deinem Inventar hast. Pass aber dort auf, das Wetter ist nicht die einzige Gefahr in der eisigen Tundra. Naja, ich hab's mir schon gedacht. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich finde dich echt niedlich. Geht's das auf? Du bist schon putzig. Ja, das war diesmal nicht so gut. Komm schon! Was ist denn los? Was soll denn das? Genau. Lichi wurde gefangen. Du bist irgendwie eine... Es ist wahrscheinlich ein Flughörnchen, das sich als Fledermaus verkleidet hat. Diese kleinen niedlichen Nexomon hat eine Menge Tricks unter den Flügeln und ein pelziges Schwänzchen. Ah, du bist schon süß. Leg dich aber trotzdem ins Lager. Ocklet. Ein, Feuerschwein. Ich brenne. Das Ding hat mich angezündet. Wir müssen erstmal Griff ein bisschen leveln. Reicht. Na, sieh mal einer an, erkundest du nicht etwas abseits von der Sicherheit Parums? Das hier ist kein Spielplatz für Schwächlinge wie dich. Warum drehst du nicht lieber um? Hm? Das Thema sein ist nichts für dich. Ich merke schon, wir wären die besten Freunde. Ja, zwei. Dann mach mal Donner. Ach, funktioniert schon. Was bist du denn? Ein Drache? Wolltest du mal ein Drache werden? Ach, wie niedlich. Dass er aber auch mal als erstes die Verteidigung boosten möchte, ne? Was ja nicht schlecht ist. Aber, wenn ich zu schnell drücke, ist auch nicht gut. Uzi ist jetzt Level 11. Was? Wie kann ein Niemand wie du mich besiegen? Geh mir aus den Augen. Auch wenn ich schwächer bin als du, wirst du schnell merken, dass es hier für jeden gefährlich ist.
Ich wollte ja auch eigentlich nur an das Item hier. Super Wiederbeleber. Entschuldigung, du da. Hier gibt es einen Haufen wilder Nexomon. Viel mehr, als ich erwartet habe. Und mir sind bereits die Nexo-Traps ausgegangen. Ich gehe nicht zurück in die Stadt. Auf keinen Fall. Ich bezahle wirklich dich wirklich gut für ein paar Nexo-Traps, wenn du welche hast. Oh, warum nicht? Was macht der Schutzkern? Vielen Dank für die Nexo-Traps, Michael. Man kann nie genug haben. Es ist nie eine schlechte Idee, sich einzudecken, wenn du schon in der Stadt bist. Ja. Erhöht den Verteidigungswert. Das ist gut. Du brauchst ein bisschen Verteidigung. Ah, Moment. War hier irgendwas? So, da hätte ich aber auch so hinkommen können, ne? Sehr gut. Ich fliehe mal lieber. Ich wollte eigentlich nur noch so gucken, was es hier noch so gibt. Ein Feuerfrosch. Sorry, ich musste gerade ein bisschen niesen. Ja, da hat es mich jetzt aber geschüttelt. Ah, da wollte ich noch hin. Ich hab das Ding verpasst. Lol. Na komm. Es ist halt von Normaltyp her, ne? Ich weiß nicht, ob das so cool ist, Normaltyp, aber was soll's. Es ist auch nur gewöhnlich. Aber trotzdem. Nein, da muss ich einen großen Umweg machen. Hey, dann, wo du überall hingucken kannst hier. Überall sind hier Sachen. Ach, hier hätte ich auch drüber gekonnt. Ja, lol. Ich dachte, das wäre so ein... So, hier habe ich alles. Hier habe ich alles. Gehen wir mal eins weiter runter. Erfahrungs... Steigert die verdiente EP um 7%. Kann es sein, dass ich da was falsch gemacht habe? Hier den Booster irgendwie mal ein bisschen. Geisterscherbe, 50 Münzen. Wer will kämpfen? Oh, ich habe keine Lust auf dieses Mosquito. No Mosquito! Was Trank gefunden. Ja, geil. Der gefrorene See. Ich lieber hoch. Aber da war ein Warpstein. Mal hier in die Richtung. Gibt so viel zu erkunden, ne? Das ist der Wahnsinn. Sehr gut. Level 7. Bei Windbeutel. Hier musst du richtig aufpassen, sonst bist du nur am Essen. Konnte man irgendwie zu denen rüber? Nee, man musste anscheinend durch so einen Tunnel zu denen.
muss schon sagen, das ist schon ziemlich krass hier. Ey, du da. Kämpf mit mir. Was? Warum? Wir sind Gildentamer. Wir müssen sicherstellen, dass alle Mitglieder in Form sind. Zeig mir, was du drauf hast, Kind. Lass mich in Ruhe. Oh, der hat den Fuchs. Der hat auch diesen Palmschüttler. Ich könnte nur einen Schlag aushalten. Den muss ich jetzt aber doch kurz auswechseln. Na gut, du bist definitiv fit genug, um ein Thema der Gilde zu sein. Gut, wir sehen uns später, Maika. Woher wissen die mal meine Namen? Hallo, Boston, Heilung, ja. Wir gehen jetzt mal nach Parum rein, erkunden die Stadt, weil ich die Hoffnung habe, dass wenn ich Gildenthema bin, also jetzt so richtig bei der Gilde mitmischen darf, dass ich dann tatsächlich diese Warpsteine benutzen kann. Das wäre mega hilfreich. Ich kenne dich schon, aber ist egal. Der macht 11. Das war jetzt ein kritischer Erfolg. Aber durch die Steine kommen wir schon mal gut voran. Ich brauche nochmal so XP-Steine. Hier geht's weiter. Schon nie? Nochmal. Und bis. Ja, Level 8. Aber weil da jetzt kämpft wird gleich, gehen wir mal. Ist da irgendwas? Nee, die will nur kämpfen. Gut, dann nehme ich dich nach vorne. Weil meine Miezekatze wird ja eh. Ah, du da, was glaubst du, wo du hingehst? Das hier ist mein Ort zum Fangen und Drehen von Nexmon. Hier ist nur Platz für eine Person, also such dir was anderes. Lass mich doch auf. Oh mein Gott, was ist das? Du bist irgendwie niedlich. Ich weiß aber noch nicht so, wie ich dich einordnen soll. Du bist, ich weiß es noch nicht. So, Level 12 und du gehst auch Level 12. Aha, okay, du darfst meinen geheimen Ort verwenden, aber nur für kurze Zeit. Und erzähl niemandem davon, okay? Hast du was Cooles hier? Ja, das Feuerschwein. Er hat ja nur die Feuersau. Ach, da kommt jetzt auch was Cooles. Es gibt nichts zu berichten. Noch. Die unbezwingbare Stadt Parun liegt vor dir. Wie komme ich an die Kiste? Hunderte Tamer wie wir halten den Laden am Laufen. In diese Kiste. Vielleicht kriege ich sowas später wie Schwimmen oder so. Oh, ein Neuling. Hm? Tja, du solltest dich nach drinnen beeilen, Kindchen. Die Tyranten lauern hier überall. Ich hab dich auch lieb. Gut, aber Parun sehen wir uns beim nächsten Mal an. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.